Moin, moin, moin. Wie geht's, wie steht's? Hat Twitch ein paar Probleme oder was? Moin. Hat Twitch heute Probleme oder was? Bei mir nicht. Der Chat hängt irgendwie bei mir voll hinterher. Ist gar nichts los bei mir. Twitch ist bei mir down. Aber bei mir auch, Digga. Alles gut. Mir geht's gut, danke der Nachfrage, Digga. Keiner da, ja, ich merke das schon, ja. Chat geht gar nicht richtig, ja, ich merke das schon. Big Mac, bist du da? Bei mir, Big Mac schreibt, bei ihm funktioniert es auch nicht richtig. Ah, jetzt ist mein Stream wieder disconnected. Also, ich sehe eure Nachrichten gerade nicht, weil ich mache mal den normalen Twitch-Chat auf über Dings, über so ein anderes Programm. Ganz komisch. Aber bei mir funkt das alles hier nicht so wieder richtig. Der normale Twitch-Chat funktioniert bei mir. Aber Chatterino funktioniert nicht. Aber bei mir spinnt Twitch irgendwie rum. Weiß nicht, ob es an Twitch liegt oder woran es genau liegt, das weiß ich nicht. Hoffe, euch geht's gut. Durch den Streamer Reno. Welche Chatterino-Version ich benutze? Oh, keine Ahnung, Bruder. 2.2.2 fix. Keine Ahnung, Bruder. Bei mir ist Chatterino einfach disconnected. Zeig mal den Ring von Sascha. Gerne. Moment, ich mach die Kamera an. Bruder. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich dann. Warte mal, kriege ich hier den Fokus hin? Jo, Bruder, ich bin schon am Stream. Schicke ich dir später rüber, okay? Weil ich habe jetzt gerade den Stream angeschmissen. Ja. Ja, gib mir. Ich habe sie nicht auf dem Handy, also da, das eine, welches, dieses anwaltliche Schreiben meinst du, wovon wir vorhin. Ja, das habe ich nur als Papier. Das muss ich abfotografieren. Schicke ich dir in den nächsten 20 Minuten rüber. Oh, okay, alles klärchen. Ciao, ciao. Also das ist der Ring. Das ist der Ring, den Sascha mir geschenkt hat. Mashallah. Mashallah. Sehr, sehr schick. Digga, was ist denn mit Chatterino los, Digga? Es nervt, Alter. Es nervt. Ich sehe auch gar keine Nachrichten von euch. Wann ist. Ah, jetzt sehe ich wieder. Jetzt funktioniert Chatterino wieder. Wann eine Hochzeit von uns ist. Ah, Bruder, das wird noch ein bisschen dauern. So, Heide Jalla. Rein in die Warzone-Sucht. Muss mal updaten. Ja, es wird nichts mit dem Update zu tun haben. Weil meine Twitch-Nachrichten funktionieren auch nicht. Also, das ist ein Twitch-Problem. Das ist ein Twitch-Problem und kein. Krieg ich den? Also, es ist von Twitch ein Problem. Na, Bruder, das wird doch wieder. Ja, guck mal, wie gut die landen, die kleinen Huren. Egal, scheiß drauf. Sollen sie sich da untereinander abknallen. Ah, perfekt. Oh. Ah, ein MG, Bruder, muss da ganz dringend los. Ah, wobei. Ich höre ihn doch.
Bruder, MG ist wirklich so eine Katastrophe, Digga. MG ist wirklich so eine Katastrophe, Bruder. Ich schwör's euch. Also, die schlimmste Waffe, die du am Anfang finden kannst, ist MG und Sniper. MG und Sniper, wirklich das Schlimmste. Finde ich. Oder ihr habt nicht mal Aim mit dem Stein, oder was? Ah ja, doch. Geblendet? Wo ist er denn? Wer hat gewonnen? Ey, Bruder. The fight begins. You're up next, get ready. Jetzt bin ich dran. Ich hol das Ding. Ich hol das Ding! Muss updaten, keine Ahnung. Wie update ich denn Chatterino? Extra Tools, About. Keine Ahnung, Bruder. Wie, normal, nee, das hat nichts. Ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, dass ich das updaten muss. Guck mal, mein normaler Twitch-Chat von Twitch ist die letzte Nachricht. Keine Ahnung, wie lange her. Da funktioniert gar nichts. Da geht gar nichts, Digga. Also der normale Twitch-Chat funktioniert auch nicht bei mir. Warum sollte dann Chatterino laufen, wenn ich es update? Verstehst? Das ist ein ganz obvious Problem von Twitch. Guck, was Infinity Yo geschrieben hat. Hä? Ah, hier wurde schon gelootet. Ja, und was ist das Infinity? Muss ich dann die oberste Version oder was? Da sind ja... Ja, aber was soll ich davon updaten? Releases. Das neueste, das oberste. Chatterino OSX DMG oder was? Los. Egal. Jetzt bin ich in der Runde drin. Ah, perfekt. Das zweite von oben. Ja, ich guck mal nach da. Oh, hier wurde überall gelootet, Digga. Hasse es. Wird man, wenn man AFK ist, gekickt bei Warzone? Nee. Bruder, hier ist ja nichts. Überall gelootet. Was ist denn das? Oh, schmeckt. Big Mac, helf mir doch mal. Schreibt mir wie immer eine allwissende Nachricht bei Dings. Bei WhatsApp. Bruder, ich warte auf deine Hilfe. Ah ja. Bruder, das kam aber schneller als ich. Bei Chatterino ganz oben auf den Pfeil nach unten klicken zum Updaten. Ah ja. Nice. Danke dir, Big Mac. Kuss. Ehre. Gut.
Mache ich kurz die Installation. Die Warzone-Runde läuft aber dieses andere gut, Bruder. Ein Kill. Wieso macht denn einer Auge? Hä? Das sehe ich ja jetzt erst. Einer macht Auge bei mir. Wieso macht man denn Auge? Bruder, ey, ich warte jetzt, bis mein Loadout da ist. Jalla. Hier ist ja alles schon gelootet worden, Bruder. Oha! Ein Batzen für die Arzten. Enemy UAV overhead. Ich muss den Computer neu starten. Piss dich, Digga. Schließen, Jalla. Nein. Ich will den Computer nicht neu starten, Digga. Oh. Für dein Setup. Guck mal da. Ah, Bruder, was los? Schade. Wenigstens habe ich den eingeholt. Raus. Ja, ich hasse das, ne? Technische Probleme, Bruder. Hä? So, jetzt habe ich Tetorino. Aber ich musste neu starten. Ja, perfekt, Digga. Bei mir funktioniert gar nichts. Ja, morgen, ich werde als Offline connected. Ah, ja. Jetzt? Also, irgendwas ist heute nicht in Ordnung mit Twitch oder mit Chatterino. Ich weiß es nicht, Digga. Bei mir geht der Chat nicht, aber die Nachrichten kommen an. Hä? Das spinnt rum, es nervt. Ich hasse es, Digga. Ich hasse es. Ich hasse es, Digga, wenn das nicht so funktioniert. Ja, bei mir ist wieder Server Connection Timeout reconnected. Disconnected bei Chatterino. Nach dem Update. Perfekt. Nice. Gutes Update. Perfekt. Big Mac, den Mittelfinger habe ich aber gesehen. Das ist Twitch hat Probleme. Das ist nicht Chatterino, das ist Twitch. Das ist Twitch, Digga. Starte PC neu. Nee, das ist wie gesagt ein Twitch-Problem, Digga. Und ja, doof gelaufen. Kann ich nichts machen. Da kann ich machen, was ich möchte. Da kann ich neu starten, wie ich möchte. Das ist ein Problem von Twitch, Bruder. Jetzt ist zum Beispiel, jetzt ist auch der Twitch-Chat wieder bei mir stehen geblieben gerade. Es ist doch wirklich so zum Kotzen, Digga. So zum Kotzen. Ja, es kann auch ein Telekom-Problem wieder sein, so ist es ja. Bruder, dann hat man Bock, weißt du, so spontan den Stream anzuschmeißen, Bruder. Dann schmeißt man den Stream an. Und das essentiell Wichtigste, der Livestream-Chat, der funktioniert einfach nicht, Digga. Funktioniert einfach nicht. Wirklich. Beste, Bruder. Zum Kotzen, Digga. Auf Handy ist alles flüssig. Ja, egal. Ist so. Alles gut. Gerade Stress, aber ja, der Twitch-Chat funktioniert nicht, ne? Oder nicht so richtig. Das ist das Einzige, was nervt, ne?
Kannst auch auf YouTube streamen, stimmt. Das, genauso werden wir es machen, Bruder. Genauso werden wir es machen. Bruder, was ist denn hier alles los, Alter? Ah, schon sehr nervig, Digga. Sehr, sehr nervig, ja. Also bin jetzt schon wieder disconnected, ich sehe wieder gar nichts. Was eigentlich hier der Sinn von diesem Ding ist, das verstehe ich nicht. Er wird zur Lupe, oder was? Kleiner Huren. Oh, jetzt ist das Essen schon da, Digga. Hä? Was? Egal, ich will kurz mein Essen. So. Jo, was sag ich jetzt? So. Kurz einen kleinen Snack tätigen. Moin, moin. Schade, dachte Kochstream heute mit dir. Fokus einstellen. Köstlich, schmöchtlich. Saftig. Saftig, Digga. Guten Appetit, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich so dämlich, jetzt zu streamen und irgendwie die Kommentare funktionieren nicht richtig, Digga. Beste, Bruder. Ich sag's dir so, wie es ist. Pommes, Bruder. Gute Pommes. Immer wichtig. Maschallah, Digga. Das letzte Mal beim Wachtel-Imbiss.
eineinhalb Wochen so her. Wo ich bestellt habe. Nice try, Bruder. Und ich weiß, ist wahrscheinlich auch nicht in böser Absicht. Aber ich werde einen Teufel tun. Und sagen, wo ich bestellt habe. Also ich sage jetzt schon, der Burger wäre Krise zum Essen. Das ist nämlich so ein dicker Oschi. Oh, Bruder. Ich sag's hier so, wie es ist. Köstlich, Digga. Köstlich. Wo ich bestellt habe, in Deutschland. Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen. Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen, Digga. Cam schief, scheiß drauf. Werde ich niemals schaffen, den Burger, Digga. Das ist so ein dicker Oschi. Ich will auch. Beiß ab. Komm. Beiß. Wieder das Fitnessstudio. Die ist doch offensichtlich gut. Gerade Massephase. Ich weiß, wo der Chef wohnt. Ich müsste nur Lieferando auspacken. Über Lieferando bestelle ich gar nicht, Digga. Über Lieferando bestelle ich nie. Nie. Weil letztendlich, Digga, die Lieferservice machen immer dick miese. Und gerade so kleine Bestellunternehmen, die keine Riesenkette sind, bei denen kann das schon ein großer Unterschied sein, ob 20 Leute über Lieferando bestellen oder privat mal anrufen. Ich bin jetzt schon satt. Bin jetzt schon satt, Digga. Ich bin jetzt schon satt, Bruder. Ich sag nicht, wo ich bestell, Bruder. Boah, ich kann nicht mehr. Ich sag, also es geht nicht darum,
Es geht gar nicht darum. Dass ich nicht sage, wo ich bestelle, weil ich Angst habe, dass Leute dadurch wissen, wo genau ich wohne oder so. Darum geht es mir gar nicht. Es geht alleine schon darum, dass wenn ich sagen würde, wo ich bestelle, dass Leute dort anrufen würden und Fake-Bestellungen aufgeben würden und sowas. Oder Klingelstreich machen. Ich sehe nicht mal das Rübs-Emote. Ich sehe, dass ihr das hier alle gepostet habt, aber ich sehe das gar nicht bei mir im Chat. Voll dulli. So dulli. Sowas von dem nicht, Mann. Mann, ey. Das nervt, Digga. Ey, es ist so nervig, dass der Twitch-Chat nicht einfach astrein funktioniert. Egal. Hat's gemundet, war köstlich, ja. Kippe nach dem Essen immer beste, ja, Bruder. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab heute schon wieder zu viele Kippen geraucht. Ich hab heute schon wieder viel zu viele Kippen gequalmt. Mann, ey, was ist denn mit Twitch los, Digga? Schachtel weg? Nein. Nein, nein. Aber ich hab heute schon verhältnismäßig wieder viel geraucht. Kamera schief. Die ist nicht schief. Nur nicht mittig. Jammer. Jetzt mal eine vernünftige Runde. Mhm. Oder wie wär's vielleicht auch mal mit einer Waffe? Einer richtigen Waffe. Und ein bisschen Cash. Money, 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 money. Ich brauch Money. Der ganze Chat funktioniert aktuell nicht bei Twitch. Bruder, es wäre echt nett, wenn du einfach dein Ding machen kannst. Du wirst vielleicht später wieder sehen. Ich will eigentlich nur in Ruhe meine Runden machen. Richtig und richtig. Ich will eigentlich nur schnell mein Loadout
und zocken. Ich habe heute Nachmittag ein paar Runden gezockt, Digga. Boah, ey, Real Talk. Ich weiß, was jetzt auch wieder für ein Emote kommt. Die Runden liefen so gut. So gut, Digga. 10 Kills, kein Problem. Granate. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht. Gut, alles klar. Komm mal her, lass mich dich mal kurz ansprühen. Hey, lass mich dich mal kurz bitte ansprühen. Warte. Gut, danke dir, Bruder. Dann weiß ich immer direkt, dass du am Start bist. Bruder, ich brauche 2 Mille noch. Mann, ey. Ich gönn noch mal ein bisschen Cash, Digga. LKW. Ist hier noch irgendwo Loot oder was? Ach, Bruder, ist. Hast du noch 2 Meter zufällig? Hast du noch ein bisschen Cash für mich, für mein Loadout, Bruder? Zufälligerweise hast du noch ein bisschen Cash. Cash. Bargeld. Abgehoben, der Bruder. Oha, er hat vielleicht noch ein bisschen was. Hat er noch ein bisschen was? Nee, hat er nicht. Okay, gut, easiness. Gutes Teamwork. Oder ich brauche Cash. Cash brauche ich, Mann, ey. 1-9. Muss doch wohl jetzt mal möglich sein. Ey, es ist so ein Schmutz manchmal in dem Game. Dann gehe ich darüber. Inshallah, da ist ein Dings. Ich höre hier was. Schmutz! Hier sind die dicken Batzen. Ich rieche es förmlich, mein Loadout. Nix. Nichts. Köstlich. Oh ja. Überleg mal, wie viel Cash hier in einem so einem verfickten Gebäude liegt. Oh, Mashallah, Kuss. Überleg mal, wie viel hier drinnen liegt. Guck dir das an, das ist so ein Witz. So ein Witz. Klasse auch gemacht mit Schalldämpfer. Boah, Digga, die Tarnung sieht aber auch nicht schlecht aus. Wie kann ich ja nochmal mir die Waffe angucken? Wie kann ich denn nochmal... Ah, scheiß drauf. Ich wollte mir die Waffe angucken. Wie kann man denn nochmal, dass er die Waffe so hält? Welchen Knopf muss ich denn nochmal lange drücken? Ach, Digga, scheiß drauf. Links, rechts. Ach, scheiß drauf. Pfeiltaste links halten. Mach ich gleich mal. Digga. Wie lange das einfach dauert, ne? Pfeiltaste links. Oh. Boah, Mashallah. Schmeckt. So, Halliala. Da hat sich jemand was gegönnt. Interessant. Hm.
Wenn sich da oben sein Loadout geholt hat, dann ist er bestimmt noch da oben. Ja. Ich gehe mal selber nach oben. Wehe, du kämpfst da jetzt oben, Bruder. Da war er doch. Tch. Ja, und was ist jetzt deine Mission, hä? Was willst du jetzt machen? Jo, wahrscheinlich, Digga, oder? Hier, hier, hier. Bei mir. So, Dolly. Vor allen Dingen, ich bin ja hier gespawnt. Ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch und er sieht mich ja und läuft um die Ecke. Hä? Ist hier jemand oder was? Er ist aber relativ close. Wo ist denn der Wichser, der mich huntet? Aha, schmeckt. Wie viele kommen da runter? Zwei. Müsste ja eigentlich von ihm auch der Loadout dann sein, ne? Aha, da unten ist er. Pass auf, pass auf, pass auf. Das war's aber an der Stelle komplett angenommen. Macht nichts. Ist er da schon was, oder? Oh Bruder, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schnell ist er denn aus dem Gulag gekommen, Digga? Holy shit! Oha, Ehrenmann! Ehrenmann, hier, komm! Warte. Warte, hier. Kuss. Achso, das ist er, lul. Wieso habe ich denn meine... Achso, ich habe... Ach, ich hatte jetzt die Sniper. Bruder, jetzt ist aber Krise. Ich sag's hier so, wie es ist. Wir haben beide kein Self-Revive mehr. Bruder, jetzt habe ich aber schon einen gewissen Respekt. Ich gehe mal zu meinem Loadout, Bruder. Ach, der Zug ist... So nervig. Das ist, glaube ich, auch sein Loadout, oder? Ja. Bist du jetzt auf dem Dings zu sehen? Ne, er hat Geist auch dran, ne? Gut. Gut zu wissen. Ein gefallener Bruder. Ich brauche unbedingt noch wieder Dings. Uff, hier, für dich. Kannst du ja doch gönnen. Falls der Gegner, falls du es nicht schon hast. Irgendwo noch ein bisschen Cash für Self-Revive wäre schon wichtig. Die letzte Nachricht, die ich im, aus dem Twitch-Chat, aus dem normalen Twitch-Chat lese, ist... der Header aus der Hölle. Das ist... gefühlt 20 Minuten her, lul. Oh, oh, perfekt, Digga. Nice. Safe Revive gefunden. Dann hole ich nochmal ein Dröhnchen. Oh, nochmal nachladen. Besser ist das. Pressing Recon. This is Falcon 3-0. Oder ich will pushen. Wir sehen uns gleich.
Bruder, wie die Leute zum Teil spielen in dem Spiel, ist immer fürchterlich, ne? Zwei in dem Gebäude vor mir, der Typ mit Geist hinter mir auf dem Ding drauf. Das kannst du halt auch nicht wissen, ne? Oh, geht schon los. Sofort wieder. Noch lauter? Nein, war vollste Lautstärke. Der Ring von Sascha ist sexy, danke Bruder. Gefällt mir auch sehr gut. Danke Mann. Bist du eigentlich von Lieferanten an der Tür gefeiert? Bestell mir eigentlich gar kein Essen von den normalen Lieferservicen. Also so wie, keine Ahnung, Joey's oder sowas. Da bestelle ich eigentlich gar nicht, Digga. Erstmal habe ich gar keinen Bock mehr auf das Fressen. Und zweitens nerven die Lieferanten auch, weil es immer irgendwelche Zuschauer sind. Alex mit Fünfer, moin Munde, wie teuer ist so ein Vates, den du hast? Will mir auch welche zulegen. Na, jetzt kommt ja immer ganz drauf an, was für Vates-Arten du dir holst. Mein ganz großer Vates, der schwarz-orangene, ist ein Kaktus-Vates und hat 300 Euro gekostet. Das wird mich ja nerven, da werde ich verhungern. Ah, Bruder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so diese normalen Lieferservice wie Joey's oder Domino's oder
Wie sie alle heißen, die hängen mir echt zum Arsch raus. Hab ich alle überfressen, Digga. Hab ich auch wirklich, wenn ich so dran denke, Essen zu bestellen, hab ich wirklich gar keinen Bock drauf. Hab ich wirklich gar keinen Bock drauf, da zu bestellen, Digga. Hat man einfach überfressen. Weiß nicht. Ob ich selber koche, Bruder. Aber ein ganz schnelles Themawechselding. Ganz schnelles Liefer, ganz schneller Themenwechsel, Bruder. Okay? Ist mittlerweile nichts mehr Besonderes. Man muss auch fairerweise sagen, sowas, so Essen von Joey's und so, ist halt auch nichts Besonderes. Es ist halt Fast Food, ist okay, Digga, ne? Aber ich hab's absolut überfressen. Und jetzt in der Corona-Zeit muss man ja auch, fairerweise sagen, gibt es so viele Möglichkeiten auch von guten Restaurants zu bestellen, die Lieferservice anbieten. Dann supporte ich da lieber, weißt? Ja. 4.000. Komm. So ist gut. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, bitte. Noch einen dicken Batzen. Bruder, ist nett gemeint, aber ich will jetzt in Ruhe spielen. Lauf deinen Weg, ich lauf meinen Weg, okay? Vielleicht sieht man sich später, aber jetzt will ich in Ruhe hier zocken, Bruder. Hey, Mann, jetzt muss... Oh, bitte, inshallah, ein dicker Batzen. Mindestens 2.800. Jawohlski. Nice. Ah, Bruder. Soll ich dich abnehmen oder was? Heidi Jammer, Abfahrt. Der dicke LKW. Der soll ich bloß verpissen. Der will wieder zu mir. Ah, ja. Hate my life, Digga. Verpiss dich. Kommt ein Gegner. Das ist... Hä? Von wo? Ich weiß nicht, ob das mein Teamkollege war. Oh mein Gott, Digga, von wo? Hinter mir noch? Ey, so viele Gegner hier wieder, ne? Bruder, mach kein Auge. Oh, schmeckt. Der Sound voll komisch. Bruder, ich hab die falsche Szene angemacht. Sorry, Chat. Sorry. Jetzt, warum sagt mir das denn keiner? Ich hatte die falsche Szene an, Bruder. Lol, kein Sound. Ja, Bruder. Wo soll ich das wissen? Enemy soldier incoming. Verpiss dich, Digga.
einfach nicht spielbar gerade, Digga. Digga, von allen Seiten wieder. Abhauen. Flucht. Einzige Lösung. Flucht ist die einzige Lösung, Digga. Einfach nur Scheiße für die Zuschauer, Bruder, was soll ich machen? Ich sag's dir so, wie es ist. Ich hab heute Nachmittag ein paar Runden gezockt, offstream, Bruder. Die haben so Spaß gemacht. Der ist auch jede Runde drin, ey. So, jetzt aber. Ganz schnell wieder ein Heiliger, Bruder. Ich glaube, nächste Runde muss ich auch wirklich alle Stream-Sniper abknallen. Macht so keinen Sinn. Macht so keinen Sinn, Digga. Doch funny mit denen. Ja, Bruder. Ein, zwei Mal vielleicht, ja. Wenn es dann aber darum geht, wenn du dir das aussuchen kannst, wann du mit Stream-Snipern abhängst und wann nicht, wenn du das aussuchen kannst, dann ist cool, Digga. Wenn du es dir jetzt nicht aussuchen kannst, vertrau mir, dann ist auch nicht cool. Jungs, fahrt mal irgendwo anders hin. Fahrt mir jetzt nicht die ganze Zeit hinterher, bitte. Ich würde die Runde schon gerne noch... Digga, vier Autos hinter mir. Das kannst du nicht ausdenken. Einfach... Ach, Digga. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Schade, dass ich das Trophy-System nicht mitnehmen kann. Also wieder ein Team mitnehmen kann, also weißt du, wie ich meine. Aber das finde ich jetzt korrekt von den Jungs, dass sie auch sich dran halten und nicht jetzt auf dumm hinterherfahren. Also zumindest einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Schockbert, danke dir für 50 Euro Supporterino, Bruder. Kuss, Kuss, Kuss. Danke dir, Bruder. Immer noch zu Hause und noch nicht im Urlaub, sagst du, oder was? Mach mal nächste Runde extra, dass alle joinen können, um zu sehen, wie viel das machen können. Das haben wir schon so oft gemacht, Digga. Das haben wir schon so oft gemacht, Bruder. Wisst ihr, was realistisch ist? Ich zeig's euch ganz kurz.
Bruder. Dazu sage ich jetzt aber, Bruder. Dazu kann ich jetzt aber gar nichts sagen gerade. Bruder, was war das denn? Wisst ihr, was ich euch zeigen wollte? Dass ich mit dem LKW den ganzen Berg runterfallen kann, ohne dass der Wagen Schaden nimmt. Dass er mich rausschmeißt aus dem Fahrzeug, ich einen 100-Meter-Sturz überlebe und dann das Ding mir auf den Dötz hält und ich dann tot bin. Bruder. Platte, ich weiß, ich wollte hier erstmal hier hinfahren. Das war dieser Big Play gerade, Kappa. War doch geplant, oder? Ja, Bruder, leider nicht. Self-Revive sei Dank. Oh ja. Stell dir einfach so vor, im Gulag so. Und Bruder, warum bist du im Gulag? Ah, ich habe einen Headshot kassiert von dem Sniper. Ah. Und Bruder, warum bist du im Gulag? Bruder, mir ist der LKW auf den Kopf gefallen. Ah ja. Das mit den Seilbahnen, finde ich ehrlich gesagt, gibt eine geile Atmosphäre. Das ist so eine Map-Veränderung, die hätte es viel mehr geben müssen. Also nicht als Seilbahn bezogen. Aus. Ist das ein Stream-Sniper oder? Ich denke mal nicht. Auf das verfickte Dach hier, Alter. Oder warum machen die denn jetzt so? Okay. Warum macht man jetzt so? Also Brudi, ich sag dir so, wie es ist. Um ganz offen und ehrlich zu sein. Das macht halt einfach keinen Sinn. Das macht halt einfach keinen Sinn, Bruder. Hier bin ich. So easy, Digga. Gar kein Problem, Bruder. Ist ja wirklich dieses andere gar kein Problem. Weißt du, wie ich meine? Ist einfach so aus dem Handgelenk so rausgeschütteltes Ding so. Bruder, Gulag habe ich immer von Anfang an gesagt, das Beste. So, also ich würde es enjoyen, wenn ich einfach jetzt ganz in Ruhe meine Klassen wieder, also meine Waffen wieder bekomme. Alter, wer hat noch ein... Hä? Bruder, wie viele... Wer hat denn hier so viele Luftschläge, Alter? Wieso denn hier die ganze Zeit auf diesen Luftschlag? Was soll denn das? Der hat doch gar nichts gemacht, der Luftschlag. So.
Kann jetzt mal eine Ruhe haben. Platte. Diese Hupe von dem Typen, ne? Wo ist denn jetzt hier die Kiste? Oben auf dem Dach oder was? Oh, richtig. Der Bereich hier, den finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist halt auch mal wirklich jetzt hier eine neue Map. Versteht ihr? Dieser kleine Teil hier. Das ist eine neue Map. Also. Neue Hut. Bruder. Wie viele Autos stehen denn da vorne? Eins. Zielwasser. Okay. Was war das? Friedlich, dann schieß. Wenn du friedlich bist, schießt du. Einmal. Okay. Was machen wir? Oha, Bruder. Übertreib. Maschallah. Kuss. Oh, wo ist denn der Shop da? Wie komme ich denn da hin? Kann ich von hier? Ja. Easy. Wo ist denn der Shop, Digga? Ist denn hier die Treppen hoch oder was? Bruder. Das, glaube ich, zählt schon als Beintraining hier, oder? Oha. Oder wo geht's denn längs, Alter? Okay. Oder was ist das hier für ein... Guck dir diese Leute an, Digga, wie die spielen. Guck mal, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sitzt da in der Ecke, Bruder. Ach, mein Gott, ey, ist das unangenehm. Oh, ey, das ist eklig, Digga. Schlender mit 2er, hast du mal Lust auf eine Runde Monte sagt in Warzone? Nein, habe ich nicht. Gibt's auch keine Private Games. Sidlorius mit dem 5er, danke für deine Streams. Bist immer ein gerader Tipp und realistisch. Mach weiter so. Kuss, danke dir. Ivano aus Köln. Mit 25 Euro dabei, ich danke dir. Kuss, Kuss, Kuss. Doch, gibt es? Private Games? Na, Bruder, weiß ich jetzt auch. Gibt es Private Games? Kann sein. Aber nicht in Warzone. Ja, nee, aber in Warzone ja nicht. Weißt du, wie ich meine? So habe ich, meine ich. In Warzone gibt es jetzt auch Private Games, davon weiß ich nichts.
Regnet es bei euch? Vorhin hat es geregnet. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, Digga. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Sonntag 30 Grad bei uns in Köln. Na, Bruder. Ja. Sonntag soll es sehr warm werden, ja? Hä? Ganz unrealistisch. Wehe, das ist jetzt wieder auf der anderen Seite. Weit weg, weit weg. Berlin auch nochmal. Ja, überleg mal, man hat jetzt 10 Grad und in 3 Tagen soll es 30 Grad werden, so, hä? Das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Verstehe ich nicht. Macht absolut gar keinen Sinn. Das verstehe ich nicht, Bruder. Nice. RPG. Ein dickes MG, ja, perfekt. Da haben wir die Noob-Klasse komplett. Schmeckt. Die Rauchgranate hält auch wirklich so lange. Dämlich. Eigentlich. Finde ich. Oh, oh, oh. Ist es denn so schwer? Ich scheiß auf alles, was du mir gibst, Digga. Ich will einfach nur Cash. Für ein Loadout, Mann! Hier ist ein Gegner. Den habe ich so richtig Bock, so richtig auf Noob mit der RPG zu holen, Digga. Bruder, ich muss sofort zu. Oh, den haben wir bis hierhin gehört. Ja, scheiß auf ihn. Keine Ahnung, wo der wieder rumkröchtert. So, goldene Kiste. Enemy UAV overhead. Es ist wirklich zum Kotzen, Junge. Cash. 2700 brauche ich noch. Ja, Heidi Jalla, jetzt. Muss aber jetzt möglich sein.
die Waffe ist auch so ein Schmutz. Oh, schmeckt. Ah ja, hier haben wir doch die. Das Cash. 300 fehlen noch. Na, die Waffe ist Schmutz, Digga. Für Entfernung mag ich die überhaupt nicht. Cash. I need money. Versteht man die Politik von ihm? Der. Da war er doch. Mach Auge, bitte. Er hat Auge gemacht, das befriedigt mich sehr, sehr doll sogar. Für die Atzen. Need recon at this location. This is Falcon Leo. Good copy. UAV beginning flyover. Das ist aber ganz schön viel Action, Digga. Hm. Torschlitz, wichtig. Der hat hier schon wieder unterwegs, ja. Wenn da oben jetzt jemand wieder auf mich wartet, ne, dann bin ich richtig sauer. Viele. Aha. Da unten. Da ist einer. Die Fläche, die du hier zum Treffen hast bei dem LKW. Ist immer, jedes Mal wieder aufs Neue, denke ich mir, was ein Witz, Digga. Ehrlich jetzt. Boah, hab ich den im Laser gedrückt, Digga. Holy Macaroli. Bruder. Der hat aber diesen anderen schmackhaften Laser gedrückt bekommen, Mann. Ah! Ah! Armes Würstchen, Bruder. Seine Mutter. LKW hinter mir. Uff. Bah. Oh, ich hätte eigentlich. Oh, nee, doch nicht. Kopfgeld auftragen. Und näher, Bruder, ich sag dir so, wie es ist. Oh, das ist vielleicht sein Loadout? Will er hier zu mir? Ist hier dein Loadout?
Ja, komm her, komm her, komm her. Du willst mich doch jagen. Du willst doch mich jagen. Hast auch gehört, bist Tiffio. Fährst du mit dem Auto durch die Gegend, Digga. Er hat genau das gleiche Waffensetup fast wie ich. Und trotzdem bin ich viel, viel besser, Bruder. Viel, viel besser. Aber danke, Bruder. Thanks for the vehicle, man. Was los? Was los? Hä? Was los? Ich komme! Ah, Bruder! Hab doch gesagt, ich komme. Das war knapp, ja. Stimmt. Das war's allerdings. Maskabel schon, ja geil. Ich nehme seine auf 30. Na, wo kriegt das zu wiederum, hä? Ja. Oh. Ganz kritisch. Gar nichts los, Bruder. Alles entspannt. Kein Stress gewesen hier. Ja. Alles gut. Bruder, Sohn kommt. Uff. Ah, noch eine Platte. Platte, ja, easy. Easy, gar kein Stress. Man sitzt sich immer zweimal im Leben. Merkt euch das, Chat. Könnt ihr euch auf eine Notizzelle schreiben, zweimal im Leben. Position und gleich in die Zone reinspringen. Der wird gleich runterspringen.
Ich glaube, ich werde es dann nicht schaffen, aber das ist egal. Ich werde mir auf jeden Fall nicht von ihm hinten ins Arschloch schießen lassen. Am Ende des Tages sage ich so, wie es ist, intelligenter gespielt einfach. Er denkt, High Ground ist wichtig, ist seine beste Position, die er hat. Nein. Es war nicht deine beste Position, die du hast, Digga. Deine Position hat dir gar nichts gebracht. Nichts. Gar nichts. Gar nichts gebracht, Digga. Genau null. Hau ich ein Dröhnchen raus? Ach, Bruder, das ist aber auch wieder so eine undankbare Zona Reno gerade, ne? Boah, da hab ich ja gar keinen. Also, das wird gefühlt wieder Todesurteil. Ach, besser ist das. Wenn ich tot bin, kann ich die auch nicht mehr gebrauchen, du. Weit, weit weg. Oh, hate it. Enemy UAV overhead. UAV is out of fuel. Enemy UAV overhead. Kann man auf das Ding hoch? Aber ist wahrscheinlich nicht so eine gute Position eigentlich, oder? Was ist das denn? Das ist... Wir haben keine Ahnung, was wir als neue Map verkaufen sollen. Lass uns da einfach irgendein dämliches Ding machen. So viel laufen, Mann. Es ist wirklich zum Kotzen. Nee, nicht. Also. Sieht nicht gut aus. Sag ich so, wie es ist. Geht's denn hier ganz hoch? Kann man nur auf diese Höhe hier? Oder kann man auch einen weiter hoch? Das ist die höchste Höhe, die man gehen kann? Nee, die. Oh, Bruder, schaffe ich das? Na gut, ich kann auch von der Leiter abspringen. Ich kann auch von der Leiter abspringen. Uff. Bruder, ich sag euch, Real Talk, ich habe Höhenangst. Jetzt schon. Also ich krieg hier, wenn ich hier stehe, krieg ich Höhenangst. Ihr denkt, ich lüge? Nee, wirklich so. Wenn ich das unbeschadet überstehe, ohne dass jemand Auge auf mich macht, wichtig und richtig. Alter, das war gut. Ich hab das Gefühl, hier campt jemand, Digga. Lieben es nämlich, in solchen Gebäuden zu campen.
Bruder, das sah gerade aus wie ein Gegner, die Lampe. Das Gebäude ist auch echt eine starke Position, aber ist außerhalb der Zone. Können wir so einen kleinen Sneak Peek in den Hasen machen? Ob da jemand kommt? Ja. Da kommt nämlich jemand gelaufen. Wo ist er jetzt? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Hä? Da war doch gerade einer, oder? Zockst immer dieselben, werfen wir rund. Oh. Keine Autos mehr da. Doch. Ich könnte jetzt ins Auto steigen und fahren. Da war doch vorhin noch ein Gegner, Digga. Man hört nichts, nicht ein Schuss, gar nichts, Digga. Und warum? Weil die alle wieder irgendwo auf dem Boden liegen. Totenstille, ja, habe ich noch. Die nächste Zone ist wichtig. Ja, Bruder, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Theoretisch gesehen wäre gut in das Gebäude. Aber die Gefahr, dass hier jemand ist, sehr groß. Ach, ich riskiere es scheiß drauf. Rauchgranate wieder. Kürzer als was weiß ich. Ja, schön, wenn du hier auch hochkletterst, danke. Hier bin ich mir sehr sicher, dass hier welche drin sind. Ich glaube, über mir ist einer. Gute Position eigentlich, ne? Gut, aber ich bin auch anfällig für Sniperinos. Mal gucken. Gas is moving in. New safe zone located. Bruder. Und da bin ich doch gerade gekommen, Amma. Das gibt's doch wohl nicht. Digga, man, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wo die Gegner alle sind, ne? Was ist das denn für eine Zone auch, Digga? Die ist ja wieder oben für seine Mutter. Targets remain.
wieder dieser verfickte Sohn, Junge. Nach Ewigkeiten mal wieder. Digga, wie lange? Holy shit, Digga. Ui, mir wird ganz warm, Alter. Holy shit. Wie lange habe ich schon kein Zuhörer mehr im Stream erspielt? GG. GG's. Gut gespielt. Hater Burn Bau. Mit der Schrotflinte gewinnt jeder. Extrem schwer Solo-Wins zu machen und dann auch noch im Stream, Digga. War aber nicht jetzt meine beste Runde. Wie viele Kills waren es am Ende? 7 oder 8? Aber war GG auf jeden Fall. Wie viele Kills waren es? 9 Kills, ja, ist okay, Digga. Ist okay. Ist okay. Nice. Schmeckt. Schmeckt, 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 schmeckt. Digga, Hater würden jetzt wie gesagt sagen, hey, Bruder. Okay, Digga. Scheiß drauf. Okay, ein Win, das ganze Spiel hängt sich auf als der. Ja, Bruder. Okay. Also, klar, das Waffensetup, Digga, ist natürlich, ne? Aber ich sage euch ehrlich, wer ein Problem mit Schrotflinten hat, weil sie zu OP sind, spielt sie halt selber. Problem gelöst. In Call of Duty wird es immer Waffen geben, die overpowered sind und easy zu spielen sind. Warum sollte ich sie dann nicht selber spielen? Warum sollte ich mich von anderen Leuten in der mit Schrotflinten abfacken lassen und mich drüber aufregen? Dann spiele ich sie halt einfach selber und fuck die Leute genauso ab. Easy. GG. GG. Man muss halt Warzone ist halt ein Spiel, das muss man ganz anders spielen als andere Battle Royale Teile, finde ich, ne? Mal wieder ein Win. Kuss. Yo, Jackie, was los? Ich hätte mich später noch sowieso nochmal gemeldet. Du hast mich gestern angerufen, Bruder. Ich sag dir original, wie es gewesen ist, Jack. Mein Handy hat geklingelt. Ich bin rangegangen, hab 5-mal Hallo gesagt. Nichts kam und im Hintergrund lief irgendwie Saufen. Irgend so ein Sauflied. Hast du dir gestern die Dings oder was? Du hast gar nicht mit mir geredet, Bruder. Du hast mich angerufen und dann bin ich rangegangen und dann lief irgendein Sauf. Was? Ja, Bruder, du hast mich angerufen und dann lief irgend so ein Party-Sauflied im Hintergrund. Da hab ich gesagt, hallo, hallo, hallo. Niemand hat was gesagt, aber ich gesagt, okay, gut, der hat sich gerade die Birne weggesoffen. Ja. Ja, morgen geht's los, ne? Okay, gut, ja, ich komme so gegen 22:30 Uhr bei dir vorbei, dann gehen wir noch eine Runde spazieren. So spät, ja? Ja, Bruder, das ist mir scheißegal. Das ist das letzte Mal, dass du abstürzt bist. Dann kann ich es mir auch nochmal angucken. Ne? Gut, mach nicht so doll. Wir wollen noch eine Runde spazieren gehen. Okidoki, alles klar, bis später, Digga. Ciao. Habt ihr keine Ausgangssperre? Wie gesagt, ich gehe mit dem Hund spazieren, Digga. Und die Ausgangssperre wurde in Buxtehude, davon mal ganz abgesehen, auch aufgehoben. Wenn mich nicht alles täuscht. Für den Bruder geht's morgen auf Therapie. Und deswegen ist mir Ausgangssperre relativ scheißegal, Digga. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Für den Bruder geht's morgen auf Entgiftung. Und da unterstütze ich ihn. Gut. Gut, ein richtiger Freund würde morgen früh mit ihnen auf Entgiftung fahren, also ihn dahin fahren. Das ist aber um 8 Uhr, 9 Uhr morgens, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich, da sehe ich mich nicht drin, ich bezahle ihn aber das Taxi, gut.
Nee, in Buxtehude wurde die Ausgangssperre aufgehoben. Das stimmt, ja. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, auch wenn die Ausgangssperre nicht aufgehoben werden würde in Buxtehude, dann würde ich da heute Abend trotzdem hinfahren, weil es um einen Bruder geht, der morgen auf Entgiftung fährt. Dann ist mir das auch relativ scheißegal. Dann bezahle ich auch von mir aus gerne das Bußgeld. Was macht man bei einer Entgiftung? Entgiften. Hast du ihn davon überzeugt, das zu machen? Es wird dich nicht im Leben weiterbringen oder es wird der Person nicht helfen, wenn du jemanden dazu zwingst, eine Entgiftung zu machen. Das wird gar nichts bringen, Digga. Überhaupt nicht. Hast du ihm es geraten? Ja, das habe ich gemacht, Digga. Gesagt, dass ich das gut finden würde, ja. Aber letztendlich, Digga, ich würde niemals einen Bruder zwingen, irgendwas zu machen. Gerade was Entgiftung angeht, würde ich das nicht machen. Denn letztendlich, Digga, muss derjenige das selber möchten. Also muss er das wollen. Möchten wahrscheinlich. Muss er das selber wollen. Denn wenn du ihn zwingst und hinfährst, obwohl er gar keinen Bock drauf hat, wird er nach ein paar Tagen wieder abhauen. Ich werde mehr nicht drüber sagen, Chat. Er fährt auf Entgiftung und gut ist. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Der Bruder hat auch noch eine Privatsphäre und auch schon zu sagen, dass er auf Entgiftung fährt, ist schon eigentlich ein wenig zu viel des Guten. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz auf ihn und freue mich, dass er das macht. Lacoste Johnny, nee, er hat sogar selber gesagt, er würde es nicht so gut finden, wenn ich ihn hinfahren würde. Er wollte von sich aus lieber mit Bus und Bahn hinfahren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Bruder, wenn du schon nicht willst, dass ich dich hinfahre, dann verspreche mir, dass ich dir Geld für Taxi gebe und dass du das nicht verknallst und dann fährst du mit Taxi hin. Weil Bus und Bahn, Digga, zweimal umsteigen, zehnmal umsteigen, dann bist du am Kiosk, dann ist da die Flasche Alkohol noch, weißt du? Auch gefährlich. Nur weil du dich bereit fühlst, auf Entgiftung zu fahren oder auf Therapie, heißt es noch nicht, dass deine Sucht bereit ist, dahin zu fahren. Und egal ob auf Alkoholsucht, Weedsucht oder andere Süchte, die Gefahren lauern überall, Digga. Überall. Ich weiß damals, als ich auf Entgiftung war, Bruder. Damals, als ich auf Entgiftung war, war ich mit ein paar anderen Suchtpatienten. War ich mit ein paar anderen Suchtpatienten. Unterwegs. Moment, hier ist ein Gegner. Bruder, was ist das denn für diesen Geheimweg, den er geht? Noch nie gewusst, dass man durch das Fenster gehen kann. Auf jeden Fall, war ich mit anderen Leuten, die auch auf Therapie waren, auch wegen Alkohol. War ich
Bowling spielen. Und bei diesem Bowling spielen, Digga, haben andere Leute zwei Tische neben uns ihre Biere, Bier bestellt. So, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das den Leuten gefallen ist, die mit mir da waren. Glaub mir, das ist nicht so leicht, Digga. Boah, wo lande ich denn jetzt, Digga? So ein Müdi. Schmeckt dir Bier eigentlich? Ich mag Bier gerne, ja. Ich trinke ja auch immer noch Bier, aber alkoholfrei ist dann halt, ne? Den Geschmack vom Bier finde ich an für sich, gefällt mir gut, ja. Da ist ein Gegner. Und natürlich wurde hier auch schon wieder überall gelootet. Hier ist auch ein Gegner. Perfekt. Ja, tut mir leid, Chat. Die Runde war es jetzt nicht wirklich. Bruder, warum bin ich denn so müde jetzt auf einmal? Hm? Gibt es Neues vom Handy-Game? Ich habe die Testversion auf dem Handy seit heute, aber habe sie noch gar nicht selber angespielt. Warte. Ist das der Fokus? Ja. Hier ist der Fokus gut. Bisschen dunkler machen. Nichts liegen? Nee, alles gut. Genau in dem Moment werde ich angerufen. Oh! Flugmodus rein. Stimmt, gute Idee, Digga. Ich hoffe, dass die App dann auch funktioniert. Das ist immer gefährlich, Digga. So, jetzt aber. Moment, Sound an. Mal die Nummer gesehen, das war eine Texas-Nummer. Viel Spaß beim Anrufen in Texas. Alter! Das ist 100% Monte, ja? Sogar Slot-Automat hier am Start. Boah, jetzt muss ich mal hier, wie geht denn das? Warte. Boah, es sieht schon. Ist auch für mich das erste Mal, dass ich das hier probiere. Oha! Man kann hier sogar. Oha, Digga! Bruder, da sehe ich mich aber anders drin, ne? Oha, Jackie! Alter, sieht das geil aus, Digga.
Get on my level, Bruder, ich hab's alles noch gar nicht gesehen. Ich hab's selber alles noch gar nicht gesehen, Bruder. Ich sag's dir so, wie es ist. Warte mal. Ist der Fokus gut? Ich kann noch ein bisschen dunkler machen. Ey, was ist denn jetzt los? Achso. Ne? So. So, komm. Gönn. Die Get on my level. Hä, was? Er hat gezogen. Hey, Bruder, er macht das. Bruder, da war gerade meine Stimme. Da war gerade meine Stimme. Da war gerade meine Stimme, Bruder. Ich habe das selber auch noch nicht getestet. Ui. Aha. Gönn doch jetzt mal. Ey. Bruder, er macht Auge. Alles. Ey, alles verzockt, Digga. So eine Scheiße, Junge. So, boah, die Animation sieht auch schon köstlich aus. Alleine, also für die Leute, die es nicht erkennen, das ist Ehrenbruder Mehmet in seinem Laden gewesen hier, ne? Da ist Ehrenbruder Mehmet in seinem Laden. Was ist das? Oha, Bruder. Was ist los? Boah, sieht das geil aus, Alter. Bruder, sieht das geil aus. Ich hab, wie gesagt, das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt sehe, ne? Erste Mal, dass ich das auch sehe. So, okay, gut. Achso, jetzt habe ich mich verklickt. Okay, hier kann man verschiedene Outfits. Verschiedene Outfits kann man hier wechseln. Die man dann im Spiel halt noch freischaltet. Bruder, die Get on my level Animation sieht schon so niceness aus. Wo kann ich denn jetzt in das Spiel reingehen? Oha. Schaffe das Tutorial. Okay. Bruder, so komisch, dass man seine eigene Stimme hört in dem Spiel, Bruder. Ey, sag mal, geht's noch? Bruder. Was war denn da los, Digga? Der hat einfach gerüst. So, jetzt muss ich kurz gucken, wie bewege ich mich denn? Okay. So bewegt man sich. Da bin ich ja auch wirklich Autist, ne? Was das Thema angeht. Wie springe ich jetzt? Bruder, das Tutorial, Alter. Achso, wie? Ah, damit schieße ich? Okay, hier. Aha. Okay. Bruder, ich... Oha, der Profi. Ich hab das, ich sag euch so, ich bin Handygames technisch, ich selber bin ja gar kein Handyspieler. Oha, ey, wo schießt ihr nochmal? Aha. Richtig. Hä? Aha. Digga. Die Sounds sind schon gut, ne? Die Sounds sind schon sehr, sehr gut, Bruder. Die Sounds hab ich jetzt auch gerade schon gefühlt, Alter. Warte, weiter geht's. Okay.
Ey, Bruder, ich bin so, was das Thema angeht, bin ich so schlecht. Oder wenigstens das Ei. Hä? Ich sag mal, geht's noch? Also ich muss euch sagen, was Handy-Games angeht, bin ich so untalentiert. Verpiss dich, Junge. Ey, der oben macht die ganze Zeit Auge. Okay. Geil, Digga. Oh, ey, es geht noch weiter. Das sieht sehr, also ich sag euch so, wie es ist. Das sieht sehr unbeholfen aus, was ich hier mache. Das liegt halt einfach daran, dass ich halt kein Handyspieler bin. Das kann man ja auch ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Das kann man ganz offen und ehrlich auch sagen. Oh mein Gott. Da war recht. Schüssig. Okay. Aha. Wieder schon reingehauen, so ein Ding ist das. Oh, das ist ja. Guck mal, ich werde schon. Ich bin noch nicht gestorben. Aber ich glaube gleich. Okay. Ja. Nachladen. Er will mir einen mit einem Knüppel über den Bildzaun. So, jetzt aber. Richtig. Geschafft. Die Get on my Level Münzen, Bruder. Oha. Die werden direkt in Dings. Nice. Nee. Zurück. Rein. Jalla. Geschenk zu gönnen, habe ich gesagt. Dann gönn auch. Wie viel ist? Oh, Digga, das hat geschmeckt. Das hat geschmeckt. Gönn. Wir wollen den dicken Jackpot jetzt hier. Gönn doch mal. Ey, fast eine Linie. Jawohl. Oh nee, es gibt die kleinen und die großen auf. Ey. Jawohl. Ich hoffe, wir haben Glück mit dieser Kiste. Gönn. Eine neue Cap. Okay. Ah, schon, also. Ist schon gut gemacht, wie ich finde, Digga. Ist schon ziemlich cool gemacht. Aber Bruder, der Automat frisst wie im Real Life auch. Ey, der gönnt gar nichts, Digga, ne? Jawohl, das schmeckt. 150 in mein Gesicht. Jalla, weiter geht's. Oh Mann, was soll das denn? Ja, hat er recht, ja. Ja, Bruder, wo denn? Verarsch mich nicht. Der zieht nur. Jawohl. Lass das hin. Ja, gibt's ja alles gezogen, Digga. Aber auch lustig, dass das Ding heißt, also 50er Umdrehung, ne?
Also, auch von der Musik. Also halt extra mit dieser Musik, mit dieser Oldschool-Mucke, die wir immer so feiern. Und die Optik gefällt mir halt sehr gut, ne? Sehr, sehr gut. Hier können wir Kisten kaufen. Gut, okay. Lustig, Digga. Ich hab's mir vorhin... Vorhin hab ich's mir runtergezogen, Digga. Vorhin hab ich's mir runtergezogen. Der Ladebildschirm im Dark Mode wäre besser. Zu hell, finde ich. Ja, werde ich nochmal weitergeben. Letztendlich, wir hatten ja schon mal darüber geredet. Kleiner Retalk jetzt nochmal. Letztendlich, Bruder... Man kann das Rad, zumindest aus meiner Perspektive, nicht neu erfinden. Das bedeutet natürlich auch, dass dem ein oder anderen Experten-Handyspieler auffällt, dass dieses Handygame von anderen Spielen inspiriert worden ist. Aber es ist halt 100% Monte, was ihr bekommt. Es geht darum, Kylo zu retten. Man hat Endgegner, Finanzamt, bla 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 bla. Es ist halt 100% Monte. Und das ist ja eigentlich auch das, was man erwartet. Ich habe auch gesehen, dass es eine gewisse Kritik gab. Beispielsweise, dass das Spiel kostenpflichtig sein wird. Was das Spiel kostet, ich hatte, glaube ich, mal auf Verdacht gesagt, ein Fünfer. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Fünfer kostet oder mehr oder weniger. Sorry, mehr auf gar keinen Fall. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Der Unterschied ist halt, dass es keine Werbung dann in dem Spiel geben wird. Ja, ich habe auch gelesen beispielsweise, man könnte Flugmodus reinmachen und dann immer so zocken, ohne Werbung zu bekommen. Ob das geht oder nicht, das weiß ich nicht. Ich bin halt, wie gesagt, kein Handyspiel-Experte. Ich persönlich finde, dass, also das Spiel hat ja in der Produktion was gekostet, ist ja klar. Da waren Entwickler am Start und am Ende soll ja auch so ein Spiel, auch Geld in meine Tasche bringen. Das ist ja ganz offensichtlich, das ist ja klar. Aber ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnismäßig, egal ob das Spiel jetzt 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro oder 5 Euro kostet, ich bin kein Experte, was im Durchschnitt ein Handyspiel kostet. Ich hatte damals im Fünfer gesagt, kann auch sein, dass es günstiger ist, ich weiß es gar nicht. Aber am Ende finde ich die Lösung, sagen wir jetzt einfach mal, es kostet 2 Euro oder 3 Euro, dann finde ich, für diese einmalige Zahlung, die man da dort tätigt für dieses Spiel, kriegt man ein 100% Monte-Spiel. Ja, es kann sein, dass das Spiel euch an andere existierende Spiele erinnert, ändert aber nichts daran, dass das Spiel 100% auf Monte installiert worden ist. Meine Sprüche sind installiert, ihr könnt an die Slots gehen, ihr müsst Kylo befreien, ihr müsst das Finanzamt zerstören. Ehrenbruder Mehmet steht im Hauptmenü. Also mehr Monte gibt es nicht. Und am Ende, wenn man dafür ein bisschen Geld bezahlt, aber im Umkehrschluss, egal ob man die Möglichkeit hat, Flugmodus reinzumachen oder nicht, dass man aber am Ende dann die Möglichkeit hat, das Spiel auch zu spielen, ohne die ganze Zeit Flugmodus drin zu haben und nebenbei kurz rausgeht, bisschen TikTok chillt, WhatsApp antwortet und erreichbar ist, finde ich es im Preis-Leistungs-Verhältnis okay. Finde ich vollkommen okay und gerechtfertigt auch. Da müssen aber auch regelmäßige Updates kommen, das ist geplant, ja. 5 Euro plus Ingame-Währung ist das nicht so viel für ein Handygame. Bruder, ich kann dir nicht sagen, ob das zu viel ist oder nicht. Ich bin kein Handyspiel-Experte, okay? Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade aus dem Stegreif gar nicht, ob man die Sachen, die Ingame-Währung kaufen kann oder erspielen kann. Da müsste ich nochmal nachhaken. Aber auch da ist es ja wieder so, Bruder. Und da kann man sagen, was man möchte. Niemand ist jetzt dazu verpflichtet, wenn man in-game Coins kaufen kann, um sich Sachen zu kaufen, dann ist ja niemand dazu verpflichtet, auch das Geld zu investieren. Wenn du
sagst, ey Bruder, ich gebe einmal 3 Euro aus für dein Spiel und willst spielen, aber ich werde mir nichts im Spiel kaufen, dann ist das auch vollkommen okay, weil wenn du dir was im Spiel kaufst, hast du dadurch keine Vorteile, dass du besser spielst. Das ist kein Pay-to-Win-Spiel. Es ist vollkommen egal, ob du am Ende Geld investierst in eventuelle Punkte, um an der Slotmaschine zu drehen oder dir neue Outfits zu kaufen. Das ist vollkommen egal, weil das Spiel wird dadurch deinerseits nicht verändert. Es ist im Grunde dasselbe Prinzip, das gleiche Prinzip wie bei Fortnite. Du warst bei Fortnite nie verpflichtet, die Skins zu kaufen, denn die Skins haben lediglich nur einen optischen Effekt gehabt und sollten Währung käuflich zu erwerben sein in diesem Handyspiel, dann ist es nur rein kosmetischer Funktion und nicht auf Pay-to-Win-Methode. Und ich finde, das ist wichtig und richtig, Digga. Okay, wir gehen mal. Wir haben jetzt hier, und ich werde da sachlich drauf eingehen, ohne zu beleidigen, wir haben jetzt hier nochmal jemanden, den Ense 326755. Er schreibt, so schlecht, meine Meinung, löscht das Spiel, Bro, peinlich. Bro, du kannst mir nicht sagen, dass du es feierst, jetzt mal real talk. Digi, jetzt mal ehrlich, wenn du für dieses Game Geld verlangst, traurig. Freue mich aber, dass du glücklich bist. Aber Digga, wenn du Geld verlangst, sei dir gegönnt. Aber Bruder, bisschen Mühe sollte drin stecken. Aber egal. Hauptsache, es gefällt dir. Ense, nur ganz kurz. Ich habe jetzt das vorgelesen, was du halt jetzt hier reingeschrieben hast. Mich würde nur mal deinerseits interessieren. Also argumentativ, sag mir noch einmal ganz kurz bitte, wie du auf die Behauptung kommst, dass keine Mühe in dem Spiel steckt. Das würde mich nur mal interessieren, Bruder. Das würde mich einfach nur interessieren. Das würde mich einfach nur interessieren. Ihr kennt den neuen Monte, ich beleide jetzt nicht gar nichts so, ich will, das würde mich einfach nur mal interessieren. Lassen wir ihn so ein bisschen, also lassen wir ihn kurz Zeit. Gut, der Bruder hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Bis jetzt hat er noch nicht geantwortet. Schade. Ich hätte mich da wirklich, also ich hätte es wirklich interessant gefunden. Hab das Game selber entwickelt, hat er geschrieben. Okay, alles klar, Bruder. Danke dir. Perfekt. Danke dir. Danke. Dann wissen wir ja wieder, wo der Bruder unterwegs ist. Und auf den Punkt ganz kurz einzugehen, dass das Spiel sehr stark an Jetpack Joyride erinnert. Sag ganz ehrlich, es ist ja eher, also ich finde, es ist eher ein Kompliment, wenn Leute sagen, dass
die das, also dass das Spiel an Jetpack Joyride erinnert, dann ist es ja ein sehr beliebtes Spiel. Und das Rad neu zu finden, wird halt relativ schwer, gerade wenn man die Handy-Game-Optik in der Handy-Industrie ist halt relativ schwer. Ist ein Klassiker-Spiel und ich finde, dass es nicht verwerflich ist, wenn euch das daran erinnert. Letztendlich finde ich ja, trotzdem bekommt man ja 100% Monte, weißt du, wie ich meine? Darum geht es auch am Ende des Tages, dass man ein gutes Spiel hat, egal ob einen das an ein Spiel erinnert, was sehr erfolgreich war. Letztendlich bekommt man ja ein Spiel, was 1 zu 1 im Grunde Monte ist und was eine komplett neue Story gibt, eine Geschichte dahinter. Wie gesagt, das Spiel beruht darauf, dass Kylo vom Finanzamt entführt wird, Spoiler-Mäuler, und ihr Kylo befreien müsst. Und wenn ihr sagt, ich finde es scheiße, dass mich das Spiel an ein Spiel erinnert, was ich schon mal gespielt habe, okay, das muss ich so hinnehmen. Da kann ich auch nichts gegen sagen, weil das Spiel natürlich auch von anderen Spielen mit inspiriert worden ist. Also das hat man sich natürlich inspirieren lassen. Aber Bruder, ich finde, man hat da 100% den Monte, das Monte-Spiel und darum geht's doch, ne? Ist das gerade keine Werbung? Puh, das ist schwer einzuschätzen, ob es gerade Werbung ist oder nicht. Ich würde sagen, nein, es ist keine Werbung gerade, weil es ja gar nicht verfügbar ist. Also ich kann ja jetzt so viel darüber erzählen, wie ich möchte, es ist ja noch gar nicht verfügbar. Aber doch, im Umkehrschluss wiederum werbe ich gerade für mein Handyspiel, was noch nicht verfügbar ist. Keine Ahnung, Bruder. Car Driver, so funktioniert das aber nicht mit Werbung bei Handyspielen. So, ich gehe jetzt ganz kurz mal pissen und hole mir ein neues Getränk. Erst einmal pissen nach 2 Stunden. Läuft. Bis gleich.
So. Lauter. Deck an mich. Der Big Max hat ein Sub gegiftet. Okay. Fake. Faker. Das ist CCM2, genau richtig. Musiktitel steht auch da oben. Oh, jetzt bin ich aber schon müde, Digga. Denk an mich. Geiler Song, Mann. Come on. Oh, I wanna get plus one here. I need a plus one, at least a plus one. Oh, shit! So frech, Digga. Yeah. Ich komm heute nicht mehr klar, weil ich Fans hab. Nice! That is good! What is that? That is good! Man, what is that? 175? Alright, cool. Nice! Oh, gold, gold, gold me. Yes! Yes! Oh, 800x! 800x! Oh my god! Ja, ich guck mir kurz ein paar Wiederholungen an. Alles gut, Chat. Deine Freundin kommt vorbei und nimmt den Schwanz in die Hand. Hier, ich lasse meine Aggression jetzt freien Lauf. Er hat doch einen 500er Coin gehabt. Wo war denn der, Digga? Ich bin kein Lacke, denn Oldschool ist out. Sonny Black und Sard Carlo, Koks, Nutten und ein Track Bounce. Du hast mich so sehr enttäuscht. Guck mich an, ich bin der einzige Gangster auf Deutsch. Oh, shit! Hä? Wann hat er denn die 500er Münze gehabt, Bruder? Das will ich jetzt kurz herausfinden, Alter. Meine Freunde sind direkt in gerade, oder was? Ich hab 10 Tracks hier für jeden Text, den du hast, Junge. Ich bring dich kleines Kind zu Mama zurück. Du willst Armin Rap auf Deutsch. Wollen wir jetzt mal kurz raussuchen für ein Schulprojekt, oder? Oh, da hat er die 500er gehabt. Oh! Oh! Is this some new songs that I'm not aware of? Baby Shark? Bei mir sind die Wiederholungen immer asynchron, die ich mir, wenn ich mir die angucke, Digga. So dämlich. Jetzt, wie es ist, unbeliebt zu sein. Zart ist jetzt in Berlin und die Kinder weinen. Du hast recht, du Krüppel. Oh, 500! Album ist ab jetzt. Oh, Grandpa as well. Oh. Bei mir sind die Stream-Wiederholungen. Naja, die 1000 haben wir zahlt, da war ich dabei, Digga. Hmm.
Die Zigarette war noch halb. Naja, stimmt nicht. Die 500, ich guck nur nach der 500er Münze. Die anderen Münzen habe ich gesehen schon, Chat. Danke aber. Jetzt bekommt er die. Alles gut. So, mal ein ganz neuer Spot hier, Digga. Musik aus. So. Oder die. War das letzte Runde oder die Runde danach? Nee, gut. Aber wir haben. Bruder, das muss man nochmal ganz kurz festhalten, ne? Also, das möchte ich nochmal ganz kurz festhalten. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten, aber ich habe einfach heute im Stream einen Solo-Win erspielt, Digga. Also, das möchte ich einmal ganz kurz festhalten. Das ist. Selten. Selten. Den letzten Solo-Win im Stream habe ich 2020 erspielt, Bruder. Mach nicht so. Hier ist ein Stream-Sniper. Hundertprozentig ein Stream-Sniper. Das, Digga. Hä? Oha, Cash. Oh, Bruder, okay. Hey, ohne Scheiß, da kann ich dir jetzt echt nicht sauer sein, aber Bruder, tu mir einen Gefallen und spiel dein Spiel, okay? Das wäre echt korrekt, Bruder. Das wäre echt korrekt, wenn du einfach dein Spiel spielst. Ich weiß sehr zu schätzen, dass mir auch dein Cash gelockt ist und keiner von denen ist, die mich abfacken, aber ich würde einfach gern ein bisschen reinsuchten, Bruder. Weißt du, wie ich meine? Ich würde einfach gern ein bisschen reinsuchten. Das wäre echt korrekt von dir, Bruder. Kuss. Danke dir. Nichtsdestotrotz. Wo ist der andere? Der andere will Fitna machen, weil ich ihn getötet habe. Glaub mir. Der andere will Auge machen. Du Hurensohn. Ich hab's ganz genau gewusst. So ein 31er, Digga, schießt er mir in meinen Rücken. So, jetzt kann ich kurz hier nebenbei. Grandma as well? Don't take Grandma. Leave Grandma alone. Oh, Grandpa as well. Oh my god. Oh! Oh! Okay. Bruder, was ist denn das für ein Schmutz? Dude? Ist hier irgendwo auf dem Weg? Ah, oh, die können wir. In Enschede sind die Casinos wieder offen, ich weiß. Waren das nicht mehr als drei Videos, der da drauf hatte, oder waren das nur zwei? Am liebsten den Kanal direkt dicht machen. Ach, Bruder, ich hab doch gerade was gesagt, hä? Abmarsch jetzt. Ja, Bruder, ich hab gerade eben gesagt, ich will Ruhe zocken. Da verstehe ich auch nicht, was das soll jetzt. Ehrlich, tut mir leid, Bruder. Aber ich will in Ruhe zocken jetzt. Okay, das muss man doch auch mal respektieren. Okay? Ist doch nicht so viel verlangt. Ist doch nicht so viel verlangt. Nächste Runde holt er dich. Er wird jetzt den Gulag, Digga. Er wird um seine Mamas Ehre im Gulag spielen. Und dann wird er hierher kommen, Bruder. Und er wird mir so hart. Er wird mir so hart seinen Kopf von hinten reinstecken, Digga. Aber dann sage ich auch ganz ehrlich, dann verstehe ich das auch nicht. Weil ich habe ja extra ganz lieb gefragt, Bruder, lass mich ganz kurz ein bisschen so zocken, weißt? Ich will einfach mal eine Runde kurz zocken. Und wenn der Bruder es nicht versteht, dann auf eine Aktion folgt eine Reaktion. So ein Ding ist das.
Ist doch viel cooler, Digga, wenn die Stream-Sniper einfach überleben, die ganze Zeit campen, campen, campen und auf einmal 10 Leute noch leben und 9 sind davon Stream-Sniper. Das wäre doch viel lustiger. Oder der Dude. Echt gar nicht mal so verkehrt hier, ne? Bei 13 keine Flagge machen? Was meinst du, Bruder? Weil ich so viel Cash hab, oder was? Es geht nicht ums Cash, Digga. Es geht darum, dass ich sehe, wo die nächste Zone ist halt, ne? Guck mal, ist schon ganz nice. Mach ich eigentlich, sag ich dir ganz ehrlich, mach ich eigentlich viel zu selten. Bruder, sorry, aber du spielst wie ein Rentner. Ach, Bruder, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Solche Kommentare, Digga, sind so dämlich immer. Ja, was verstehst du nicht daran? Jeder soll sein Ding machen. Oh, da. Ist er friedlich? Wenn du friedlich bist, schieß einmal bitte. Wenn du friedlich bist, schieß einmal. Okay. Perfekt. Ich habe eine Maske, du auch. Oder wir werden beide. Beide sterben wegen dir, Digga. Na, ist super dämlich. Oder? 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 Oh mein Gott, ich hab's wirklich noch überlebt. Heftig. Bin einfach der Beste. Ach, ist die Zone. Ah! Bruder, die Zone ist hier zu. Oh, das war mein Glück. Okay. Das war mein Glück. Die Zone hat sich nicht mehr bewegt. Okay, das war mein Glück. Der gefallene Bruder. Ach, Digga. Scheiß auf. Verwendet man hierfür jetzt eine Platte? Na, wahrscheinlich schon, ne? War nicht mal annähernd knapp. Nee, das stimmt, da hast du recht. Aber ich hatte auch gedacht, die Zone bewegt sich noch weiter. Semtex, ah, ficken. Na, hab ich nicht geändert. Oh ne, ne? Mach kein Auge, verpiss dich, Junge. Oh. Moin. Ein Feini! Ein Feini! Ein ganzen Feini! Ein ganzen Feini! Hops, ja Bruder, also Hops genommen. Mit Totenstille Kills, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich hätte ihn wahrscheinlich so oder so geholt, weil er mich einfach nicht geplant hat. Aber... Kills mit Totenstille, Bruder. Nicht so schwer.
Totenstille einfach so gefühlt das Overpowerste, was du in dem Spiel finden kannst. Bruder, ich sag euch ehrlich, das ist hier der Todesberg. Ich hasse den. Also diesen Berg hasse ich. Könnte auch gut sein, dass hier vorne ein Gegner ist. Boah, schwer einzuschätzen, ob da jemand ist. Der Shop ist auf jeden Fall benutzt worden. Mach mir doch nicht, Digga, was soll denn das? Hier, komm her. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm her. Hier, hol dir ein Loadout. Jalla. Das ist auch immer der gleiche Stream-Sniper, ne? Der ist wirklich jede verfickte Runde drin. Wie macht der das? Und warum macht ist das da... Ja, wie macht der das, Bruder? Weißt du, wie ich meine? Wie kommt der Bruder jede Runde in meine Lobby? Und warum ist das so möglich? Weißt du, wie ich meine? Warum erlaubt das Activision? Warum kann man in dem Spiel besser Stream snipen als... ja, Bruder. Egal. Ja, Bruder, ich sehe, Bruder, ich habe keinen Sniper. Ich sehe da nicht so viel, sag ich dir, so wie es ist. Mit meinen schlechten Augen sehe ich übrigens gar nichts. Ich weiß, dass da einer ist, ja, aber Bruder, ich sehe da auch überhaupt nichts, ey. Oha. Mann, ey. Diese scheiß Twitch-Bugs, Bugs, dass ich das nicht benutzen kann. Scheiß Duo-Bug. Hast du ihn? Besser Mann, Bruder. Warum krieg ich keine Assist? Das Spiel ist so verbuggt. Was war das für ein Geräusch gerade? Munition brauchst du? Nee, brauch ich nicht. Du brauchst Munition, oder was? Hier, nimm. Ist gut. Kannst du behalten. Gut? Gut? Okay, gut. Easy. Weil es nicht dein Teammate ist. Oder dein Ernst jetzt. Ist das dein verfickten Ernst? Platte, maybe. Bruder, wenn er eine Platte braucht, dann wird er doch keine Munition droppen, oder? Dann wird er doch eine Platte droppen, Bruder. Mein Gott, bist ja auch lost. Seid ihr so, wie es ist. Ja. Ja, Bruder, dann komm halt, jalla. Frei beim Marzipan. Oh, da ist ein Gegner. Glaube ich. Da ist ein Gegner drin. Oh, Bruder, der LKW. Bruder, mach nicht so und lass mich in Frieden. Oh, oh. Hey, 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 entspannen Sie sich mal. Hier war ein Gegner. Ja, hab ich's doch gewusst. Hier in dem Haus.
Der ist genau über uns. Der ist genau hier. Genau über uns. Hier, 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 hier. Genau über uns. Okay, du gehst da. Ich gehe hier. Oh. Aber gut gemacht. Ah, komm wieder, Bruder. Ärgerlich. Ich habe nicht jede Runde ein Stream-Sniper. Ich habe jede Runde... 5. Oh. Ob man Clips von mir auf YouTube hochladen kann, solange man Credits gibt, ja, solange es Clips sind, normale Clips und keine kompletten Videoinhalte, ja. Bruder, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Earn your way out. Okay. Das ist eine vollautomatische Schrotflinte. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können. Ich habe gedacht, das wäre eine Einzelschuss-Schrotflinte, Digga. Hm. Mit der Schrotflinte habe ich auch noch nicht gespielt oder noch nicht so oft gespielt. Lul. Was verstehst du unter Clips? Naja, lustige Clips halt, ne? Lustige Clips. Keine Ahnung, wie irgendwas Lustiges passiert oder so. Es geht ja prinzipiell darum, dass ich oftmals Videos auch strike. Erstens, wenn sie gar keine Credits geben. Das finde ich immer sehr frech, Digga. Weil er nimmt sich die Zeit, meinen Content zu rippen und hochzuladen, aber nimmt sich dann nicht die 10 Sekunden Zeit, um nur, auch wenn es mir gar nichts bringt, dann nur kurz den Channel zu verlinken, von dem er den Content auch hat. Das finde ich immer ein bisschen schade, sage ich dir ganz ehrlich. Und das lass ich dann auch löschen, weil, Bruder, ich sag so, jeder weiß, wer du bist, darum geht's ja nicht, Digga. Wenn du dir die Zeit nimmst, Clips oder Videos prinzipiell sowieso nicht gut, aber wenn du dir Zeit nimmst, Clips von mir zu nehmen und hochzuladen, dann investierst du ja Zeit, nämlich eine Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten, du investierst Zeit da rein. Aber wenn du dann nicht mal die 10 Sekunden Zeit hast, meinen YouTube-Channel zu verlinken oder meinen Twitch-Stream, dann empfinde ich das einfach als Disrespekt. Weißt du, wie ich meine? Und dabei geht es nicht darum, dass ich mir hoffe, eine neue Followerschaft von 100.000 zu bekommen. Es geht einfach um den Credits-Game. Punkt. Und prinzipiell werden sowieso Leute gestrikt, die, egal ob sie Credits geben oder nicht, die einfach auf, also beispielsweise ich mache eine Reaction auf, sagen wir einfach mal auf Stern TV, und der Bruder denkt sich einfach, ja, ich lade das ganze Video auf meinem Kanal hoch, und er macht einfach, ohne dass ich es mitbekomme, innerhalb von einem Tag 100.000, 200.000 Aufrufe, dann klaut er mir halt meinen Content, den ich aber vorher eigentlich als einzelne Person, beziehungsweise also als mein Content auch als erster hochladen möchte. Und das finde ich, das geht gar nicht. Also Clips könnt ihr von mir so viele hochladen, wie ihr wollt. Und da ist dann auch egal, ob die Clips neu oder alt sind. Ladet Clips hoch, 20, 30, 40, 50 Sekunden Clips oder mal 1 Minuten Clip oder so. Ladet es hoch, gebt mir Credits, gar kein Problem, egal auf welcher Plattform. Das ist mir egal. Aber wenn ihr einzelne Videocontent, ganze Videos von mir hochladet und ich habe sie selber noch nicht mal hochgeladen, dann finde ich das unkorrekt, Digga. Und Delfinreiter schreibt, ich sehe das zu streng. Bruder, ich sehe das nicht zu streng. Ich finde, ich sehe das sogar noch relativ korrekt, Digga.
Es geht am Ende des Tages geht es mir nur darum, dass ich zwei YouTube-Kanäle habe, nämlich Montana und Spontana Black und auch noch zwei Kanäle wie Crew und Kevin. Und dass auf Crew und Kevin da halt die Reactions und so hochgeladen werden, das ist ja offensichtlich. So, und dass diese beiden Kanäle das Exklusivrecht haben im Grunde, meine Reactions als erster hochzuladen, ist ja ganz klar. Und dann verstehe ich nicht, wie man darauf kommt, Videos von mir hochzuladen, bevor Crew und Kevin die hochgeladen haben. Verstehe ich nicht, Digga. You're clear to engage all targets. Und das finde ich auch nicht korrekt. Cash war am Start. 8200 schon, das schmeckt. Aber keine Platte, das schmeckt nicht. Der will doch hier gleich rüber, oder nicht? Oder halt auch nicht. Also da ist eben jemand gelandet, das weiß ich. Aber der wird da jetzt nicht so lange looten, Digga, der ist schon woanders hingegangen. Bruder, also ich sag euch ehrlich, so wie es ist, ne? Die MGs als Anfangswaffe zu finden, ist sowas von nervig, Bruder. Die brauchen nämlich so lange, bis sie schießen. Wie der Wels bei mir im Wohnzimmer heißt. Ach Bruder, was ist denn das jetzt hier, Alter? Richtig geschrieben? Kaktuswels. Kaktuswels heißt er. Hier, da hast du ihn. So, das ist der Kaktus, den ich habe. Bruder, das ist echt nett, dass ich auch das Bild mir in groß angucken kann. Niceness. Kaktuswels nennt er sich. Preis, ich habe für meinen, aber der war ja auch schon ausgewachsen und groß, 300 Euro bezahlt. Aber den gibt es natürlich auch noch in kleiner, ist ja klar, ne? Je ausgewachsener etc. der ist, desto teurer ist er natürlich auch. Warum so müde? Ich hatte heute einen anstrengenden Tag, Digga. Und mit anstrengend meine ich nicht, dass ich 10 Stunden auf dem Bau gearbeitet habe, sondern ich habe heute ein 3 Stunden langes Gespräch gehabt, was sehr, sehr anstrengend war. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Körper die ganze Zeit gegen Krankheit ankämpft. Nee, nicht Corona. Agatha hatte Gliederschmerzen und Schüttelfrost etc. Eine Bekannte von mir, die auch hier immer wieder zu Besuch ist, hatte das auch. Und ich habe alle beide in der Zeit auch gesehen. Und ich habe halt nichts Großes, also bei mir ist nichts jetzt, also ich habe keinen Schüttelfrost oder sonstiges bekommen. Ich glaube aber, dass, ja, ich habe ein gutes Immunsystem.
glaube, dass mein Körper seit ein paar Tagen dagegen ankämpft, dass es bei mir nicht so ausgebrochen ist, aber ich habe schon ein bisschen Gliederschmerzen gehabt die Tage, ja. Denkst du, Corona? Wenn ich Corona-Anzeichen hätte, ja, dann denke ich auch Corona, aber Buddy, das ist weit weg von Corona. Schon Test gemacht. Ich habe den letzten Test gemacht. Genau vor einer Woche. Draußen ist einer. Bruder, hier kann er halt von jeder Seite kommen, ne? Vielleicht wegen Wetter, keine Ahnung, Bruder. Ich habe ja auch eine. Soll ich euch eine These erzählen, warum ich. Ich würde gerne von der Seite wieder abspringen. Der wird auf mich warten. Ich habe eine These, warum ich so ein gutes Immunsystem habe, seit meiner Kindheit. Soll ich euch ehrlich sagen, was die These ist? Weil ich einfach als Kind extrem viel Popel gefressen habe, Digga. Enemy team is tracking your position. Und Bruder, Popel ist der Dreck, den man sich reinfrisst. Und da bin ich jetzt einfach mittlerweile gegen immun. So ein Ding ist das. Ich glaube ehrlicherweise auch, ja, Popel sind gesund. Für deinen Körper, weil du dich damit gegen Dreck und Krankheiten abstumpfst. Jeden Tag eine kleine Portion Dreck, weißt du, wie ich meine? Da müsste ich ja unsterblich sein.
natürlich. Verpiss dich, die Nervensäge. Ja, ich bin hier. Wo bist du, hä? Ich bin hier. Wo bist du? Ah, da oben, ey. Also, wie kann man denn da oben? Hallo, hier bin ich. Hier, ja. Und jetzt? So, also, Bruder. Der Typ wieder. Anders auf seinen Film unterwegs, ne? Also, ich meine, Bruder, was hat er denn da oben vor? Er ist halt immer noch oben, ne? Boah, nervt der Typ mich. Nervt der Typ mich. Ah ja. Moment. Ganz schnell. Na, wo bist du? Ich weiß, dass du da oben gemoved bist. Da ist er. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt dein Plan? Was ist jetzt dein Plan? Runterspringen, hä? So, dann kann ich kurz in Ruhe mein Notout holen. So ein Idiot, Digga. Und jetzt? Ui. Bruder, wo ist denn der Loader? Kommst du? Ah, hab ich mir gedacht. Du Feigling. Ey, wo ist denn jetzt die Totenstelle? Die hab ich ja noch nicht. Ja, und jetzt? Jetzt nervst du nicht, oder was? Die ganze Zeit hast du auf mich gegeiert, Digga. Wie so ein Hund. Da bist du doch. Bruder, er hat das Beste eben aller Zeiten. Ich sag's so, wie es ist. Komm, komm, bitte. Gönn, 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 gönn. Ey, du Hurensohn! Wie kann man so nervig sein wie der Nuttensohn da oben, Digga? Der hat sich auch wirklich keinen Meter bewegt. Der hat gesehen, mein Loadout, alles, Digga. Der hat sich einfach nicht bewegt. Wieder schön rumgekämmt. Meine Fresse. So sauer? Nö, nö, alles gut, Digga. Pay attention, you'll be out there soon. Get ready, you're next. Ja, heil Jalla. Bin ich jetzt nächstes? Ja. Das ist jetzt eine Einzelschrot. Digga, wieso sind jetzt auf einmal Schrotflinten so viel da drin? Oder? Ist das ein neues Update, Digga? Seit wann sind denn immer da so viele Schrotflinten drin? Heute Nachmittag waren da noch vollautomatische. Moment.
Ja, ich muss hier kurz noch nebenbei was klären, sorry, Chat. Ich muss hier kurz vorher noch was klären. Kann sein, dass ich mich gleich nochmal muten muss. Kann sein, dass ich mich gleich nochmal muten muss. Sei heute um 19 Uhr, ihr könnt mir tausendmal sagen, dass ihr heute war um 19 Uhr neues Update. Ah, die Schrotflinten, okay, easy. Mir ist scheißegal, ob ihr kleinen Ficker mich liebt. Merkt euch eins, ich hab hier Freunde gefunden. Wir stehen zusammen mit unseren Träumen im Dunkeln. Selbst wenn man meinen Namen vergisst. Ich schieß die Augen und denk abends an dich. Hier ist gerade ein Glas Megafon gefragt, kannst du mir 1000 Euro leihen? Uff. Der Song ist nice. Das Gen hat voll zum Takt gepasst, ja. Das kann gut sein. Baba Axel, Couscous. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Enemy dropping into the AO. Sehr nachdenklich heute. Ja, schon. Man denkt viel nach. Ist normal.
noch ein Gegner. Links war noch ein Gegner. Wo ist hier noch ein Gegner gewesen, Digga? Bruder, wo haben die alle schon das Cash für ein Loadout her, Bruder? Hä, wo war hier noch ein Bruder? Ich trau dem Braten hier schon wieder nicht. Irgendwo habe ich eben noch Steps gehört. Okay. Ey, überleg mal. Der eine hat einfach schon gerade seinen Loadout geholt, Bruder. Ich hab 700, Digga. Einfach 700. 700 Scheine in meine Tasche. Schmackhafte 700. Ich komme richtig hier in Shopping-Laune. Hier oben in der Ecke, Bruder. Da oben in der Ecke. Da, ich sehe ihn doch. Bruder, ich bin schon besser geworden in Warzone. Ich sag's so, wie es ist. Ich muss, Chat, ich muss mich... ich muss mich kurz muten, ich muss kurz ein Telefonat nebenbei führen, es geht nicht anders, Chat, sorry. Objective update. Secure that position.
Flag inbound. Gas is closing. Get to the new safe zone. Yeah.
targets. Sorry, Chat. Ich musste kurz mit euren Müttern telefonieren. Emote only bitte raus, Mods. Geht's ihr gut? Habe ich nicht gefragt, Digga, ehrlich gesagt. Juckt mich natürlich, wie es da geht, Digga. So. Haniala. Ja, manchmal lässt es nicht vermeiden, Chat. Manchmal muss man Gespräche auch während des Streams führen. Das ist sehr selten bei mir. Ja. Aber das war jetzt gerade wichtig, dass ich das Telefonat führe. Abmahnung ist raus. Halt dich für ein Gerücht, Bruder. Darf man fragen, was es war? Naja, Bruder. Wenn du wissen dürftest, was es wäre, hätte ich mich ja nicht gemutet, Digga. Weißt du? War privat, Bruder. Private Stuff. Nerviger, privater Shit. Ein Gespräch. Worauf ich hätte gerne verzichten können. Wollen wir es einfach so sagen, Digga. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Gebäude ist ja auch so ein verkämmtes Drecksgebäude, Digga. Guck mal, wo man sich hier hin. Guck mal, Bruder.
Also, wer hat sich das Gebäude wieder ausgedacht, hä? Na, du Camper-Sohn, wo bist du? 35 Meter, ja, der ist... Ich habe ihn nicht gesehen. Boah, war das knapp. Habt ihr den gesehen? Ich sehe ihn halt nicht, ne? Ist er abgehauen oder was? Okay. Ah, der ist abgehauen. Oder, ja, alles gut. Alle, entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, habe ich gesagt. Ich komme doch schon wieder. Alles gut. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Jetzt läufst du, ne? Und jetzt? Hm? Ich habe doch gesagt, entspannen Sie sich. Boah, Bruder, die Zone macht richtig Auge. Gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Boah, wichtig. Hier wird irgendwo noch die andere Schmarotzer-Bazille rumhängen. Alter. Richtig und wichtig! Ich persönlich finde das Emote eigentlich ziemlich nice. Bei dem Emote fällt nämlich auf, ne, fallen meine gelben Zähne gar nicht mehr auf, Digga. Win-win-Situation bei dem Emote. Aha, da vorne hat sich jemand seinen Loadout geholt. Weh, ich werde jetzt von hinten geholt. Wo ist der wohl hingegangen? Wenn der C4 hat, Bruder, bin ich am Arsch. Lieber abhauen. Sicher. Habt ihr genug Geld, um die Zähne bleachen zu lassen? Ja, da hast du recht, Digga. Ich muss dir aber sagen, dass ich erstens kein großer Freund sowieso von Zahnarztterminen bin. Also ich gehe zwar zum Zahnarzt, aber je seltener, desto besser. Zweitens ist Bleach natürlich auch mit einer gewissen... Also ist nicht so gesund für deine Zähne. Hier ist irgendwo ein Gegner. Wo ist einer? Ich hab's schallgedämpfte Sniper gehört. Und das Problem bei Bleachen ist, dass halt nur deine, also deine Zähne werden ja gebleached. So. Und dadurch, dass ich leider an den Frontschneidezähnen, mal ein Loch hatte oder eine Verfärbung vom Rauchen, habe ich dadurch eine Füllung vorne an den Zähnen. Und, Digga, ich hänge hier fest. Oh mein Gott, Digga, was... Bruder, was war das denn? Naja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt meine Zähne färben lassen würde, hätte ich halt vorne am Schneidezahn noch die eine Füllung, die dann ständig geändert werden müsste. Bruder, habe ich jetzt die Schrotflinte in der Hand? Ah, er ist ein feiger Bruder. Er ist ein feiger Bruder. Falcon 3-0. UAV beginning flyover.
lässt sie neu machen. Ja, aber irgendwann ist die Füllung dann auch wieder vorne, die ich neu machen lasse, auch wieder eine andere Farbe. Also ich werde immer leichte Verfärbung haben. Und dann denke ich mir wieder, Bruder, wozu die ganze Scheiße bleachen lassen? Gott hat mir nochmal, auch wenn ich gerade Gott glaube, aber meine Familie hat prinzipiell, egal ob Vater oder Mutter, die haben halt eher gelbe Zähne in der Familie. Gelbere Zähne, nicht strahlend weiße Zähne. Und warum, die sind halt so. Warum soll ich mir ein strahlend weißes Lächeln machen für die Gesellschaft oder was? Nur weil alle denken, so gehört das. Verstehst du, wie ich meine? Meine Zähne sind halt gelb. Und jetzt? Und jetzt, Digga? So bin ich halt. Campt der Bruder? Campt er da im Raum oder hat er sich auf die andere Seite gestellt? Mit Totenstille reinpushen? Ja, da. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ja, er hat halt hier, muss man ihm lassen, hier hast du eigentlich den perfekten Peak. Das war schlecht von ihm. Oh, er hat mir Totenstille gegönnt. Es war halt schlecht von ihm, dass er hier nur geguckt hat. Somit konnte er nicht sehen, was da passiert. Wo kommt der denn jetzt her, der Bruder, hä? Schaffe ich es noch? Nee. Ach, scheiß drauf. Oh mein Gott, Digga, vor meinem Auto! Vor meinem eigenen Auto habe ich mir ein Bein gestellt. Ey, gut gespielt von ihm, ja? Safe. Hundertprozentig. Wer heute im Raum war, als ich das Paket aufgemacht habe, Agatha. Digga, was sind das denn für Waffen-Setups hier? Was ein Katz-und-Maus-Spiel, Digga. Lol. Wann kommt die Zone? Nach der Zone kommt doch mal, kommt doch Lolo, ne? Oh. Ja, ah, okay, dann warten wir. Relativ risikoreich, da jetzt hinzugehen, wo ich gestorben bin. Bruder. Ja, scheiß drauf. Wo ist denn die Pisse jetzt? Welches Gebäude war denn das nochmal? War es das da hinten? Nee. Das Gebäude ist das. Oder? Wart bis Top 15. Alles gut, Bruder. Ist schon Top 15. Der wird mit Sicherheit da noch drinne campen, Bruder. Sehr gut.
Das ist wichtig schon, also schon schön gut, dass ich hier back im Game bin. Okay. Platten und ähnliches habe ich. Digga, was habe ich denn hier für eine Waffe? So, jetzt sind wir wieder. Hä? Wofür habe ich denn jetzt Assist bekommen? Hä? Was war denn das? Muss man das verstehen? Ich verstehe es nicht. Von dem, der dir gekillt hat vorhin. Bruder, das ist gefühlt eine Dreiviertelstunde her. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Mein Loadout kommt gleich, ne? Gas is moving in. New safe zone locking. Jetzt droppen. Jetzt? Hä? Hä? Nächste Saison erst. Schmutz. War da Totenstille? Guck mal, was ich für ein Auge hab, Bruder. Dieses andere internationale Adlerauge. Gefällt mir überhaupt nicht jetzt, was ich hier mache gerade. Aber eigentlich musst du halt so spielen, ne? Eigentlich musst du halt so spielen. Hä?